Und ich überziehe auch noch vor lauter Begeisterung. Es ist. Ja, wir haben wieder zwei Kinder im Haus. Es ist. Vielleicht legt sich dein Kind aber auch einfach so ins Bett. Das kann es ja zum Glück. Und schwupps, weg ist es. Gute Nacht. Das geht ja. In a row. Oh, Gosha. Die beiden sitzen da voll konzentriert. Sie gehören nun mal mit zu unserer Familie. Und ich will echt noch mal. Also durch die Aktualisierung sind bei mir jetzt momentan sämtliche Mods raus. Ich weiß aber, dass es eine Mod gibt, wo man sich eine große Familie mit mitbauen kann. Und ich würde tatsächlich, also wo man dann auch die Familiengröße ein bisschen, dass man nicht nur, ich glaube jetzt gehen 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8. Ich glaube, damit wären wir eigentlich voll. Ich glaube, momentan gehen nicht mehr als 8 Sims in einer Familie. Deswegen wundert mich das schon, dass sie gesagt haben, okay. Wir geben dir aber auch die Möglichkeit, noch die Mutti mit ins Haus zu holen, denn eigentlich sollte das nicht mehr gehen. Ich muss mal. Ich weiß es bei den Sims 4 gerade gar nicht, wo da die Grenze liegt. Bei 8 oder bei 9 Sims. Und eigentlich möchte ich sehr gerne, dass das unbegrenzt ist. Ja, möchte ich tatsächlich. Hier isst du erstmal was und dann kannst du ja auch schlafen gehen. Und wenn. Hallo! Wenn du hier fett. William! Wenn du fertig bist, dann nimmst du aber tatsächlich vorher erst noch ein Bad. Wann? Und dann kannst du auch schlafen. So. Du musst dich definitiv erstmal noch um deine Kinderchen kümmern hier. Oh, Marco Sigley, Lanoy. Ich weiß, dass du müde bist, aber so ist das nun mal, wenn man Vater ist. Dann kannst du auch schlafen gehen. Jetzt bring nur noch mal eben deinen zweiten Sohn ins Bett, ja? Wo will er denn jetzt hin? Und warum bist du jetzt wach? Du wächst hier niemanden auf, okay? Wo ist dieser Vater? Warum? Was tut er denn? Na ja, gut, dann weg halt Oma. Das ist okay. Nicht genug geschlafen. Grrr, wer hat diese Bestie geweckt? Dann bleibt gefälligst auch hier, Kind.
Wo will dieses Kind denn jetzt hin? Dein Ernst? Oh Gott. Kopfschmerzen. Wegen Krankheit. Oh Gott, der ist auch krank. Warum sind die alle krank? Ja, wenn du dich ins Bett legst und gleich eine Runde schläfst, wird das auch schon wieder. Muss dieses Kind denn jetzt alle aufwecken? So, du gehst bitte wieder schlafen. Okay, er hat auch nicht mehr aufgegessen. Das ist okay. Nein, er hat überhaupt nicht aufgegessen. Na, okay. Du bist gleich fertig. Du kommst wieder ins Bett. Und dann kannst du eigentlich auch mal wieder schlafen gehen. Na, siehst du, das ist doch ganz gut gelaufen. Okay, wir haben eine tote Katze rummaunzen, aber das ist nicht so wichtig jetzt irgendwie, ne? Von daher. Da machen wir uns mal nichts draus. Ach Gott. Der Haushalt ist, glaube ich, ziemlich voll, aber das ist für mich eigentlich relativ okay. Weil ich wollte halt unbedingt, dass die Jungs altern. Ich finde das aber ein bisschen blöd, wenn man dann irgendwie so halt Kinder im Stammbaum hat und die werden hier, wie er als Bruder wird nicht älter oder er als Vater wird nicht älter. Das finde ich immer ein bisschen schade, obwohl ich die als aktiven Haushalt, glaube ich, älter werden lassen kann. Müsste ich gleich mal gucken. Ich habe ja jetzt nur eingestellt, dass nicht aktive Haushalte nicht altern können. Oh, er ist in der, unser kleiner Rabauke ist in der Badewanne eingeschlafen. Unser William ist eingepennt. Emsig gearbeitet, das ist schön. Wasserdüsentherapie. Wasserdüsen unterstützen die Massage von Gliedern und Muskeln zur Erholung und Entspannung. Ja, das stimmt tatsächlich. Ah, hier ist jemand wieder wach. Ist ja auch 5 Uhr morgens. Das ist immer blöd. Ja, ich weiß, du hast Hunger. So, und du solltest dich jetzt einfach ins Bett legen. Warum tust du das nicht? Geh schlafen, bitte. Danke. Es ist 5 Uhr morgens, ja. Es ist. Die Kinder schlafen noch. Sie werden wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang schlafen. Das ist aber auch okay. Dann können wir, glaube ich, ruhigen Gewissens. Naja, obwohl.
Er muss so 3 Stunden zur Arbeit, ne? Ich weiß noch nicht, wie er das machen soll. Die den schwarzen Schatten hier gerade lang laufen sehen, das sah sehr episch aus. Wann musst du zur Arbeit? In 2 Tagen erst. Oh, das geht, das geht. Heute wird es sehr ruhig werden. Über Familienmitglied nachdenken. Ja, das ist ja dein Bruder. Halbbruder. Nee, das sind Vollbrüder, ne? Er ist ja nur der Halbbruder. Vollbruder, das klingt auch blöd, ne? Aber er ist, genau, er ist der Halbbruder. Frederik ist Halbbruder, das sind, ja, Schwestern. Geschwister, wie es sich gehört. Wundert sie mal, guckt euch das mal an, dieser Balken, ne? Bis der hier ist, die wird zu alt. Hab ich das irgendwie, nee, aber richtig eingegeben habe ich das auch nicht, ne? Spieler erregen nie Eifersucht, was auch immer sie tun. Hm. Naja, weiß ja nicht, ob das so gut ist. Wann wurde sie nochmal, oder wann wurden die beiden älter? Tage bis zur nächsten Altersstufe 2. Ich bin nämlich tatsächlich am Überlegen, ob wir William ausziehen lassen. Obwohl ich mir nicht sicher bin. Moment. Manieren musste sie noch lernen, ne? Mhm. Oh, er ist auch wach. Und er muss frühstücken, das ist ja ganz klar. Frederik muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Die müssen in die Schule. Vielleicht solltest du mal aufstehen. Einmal ein Bad nehmen. Und dann vielleicht doch einmal ganz kurz hier den Tisch decken. Einfach nur so, weil du es kannst. Weil ich weiß, dass du es kannst. Eigentlich will ich William nicht ausziehen lassen, weil eigentlich will ich sie endlich alle hier. Ich muss mir wirklich eine Mod suchen. Wo ich dann alle hier behalten kann. Damit wir alle eine große, glückliche Familie sein können. Das ist doch genau das, was ich will. Oh, unser Mieze-Kätzchen wird älter. Schaut mal. Unser kleines Kätzchen wird jetzt eine erwachsene Katze. Mimi ist vom Kätzchen zur erwachsenen Katze herangewachsen. Sie klettert jetzt Treppen hinauf und springt auf höhere Oberflächen, um sich dorthin zu hocken. Sie kann sich auch mit anderen Katzen paaren, wenn sie nicht sterilisiert ist. Okay, er geht zur Arbeit, das ist gut. Offensichtlich ohne uns, was auch okay ist. Das macht man es dann bereits. Okay. Ach, so müde wie der ist. Aha, ich sehe da ja. Musst du heute auch los? Nee. Okay, dann haben wir aber auf jeden Fall jemanden, der sich um die Knirpse kümmern kann. Das ist schon mal gut. Die jetzt tatsächlich die ganze Nacht geschlafen haben. Level 10 der Fitnessfähigkeit erreichen. Achso, Maxi.
Maximales körperliches Potenzial. Trainiere weiter regelmäßig, um die maximale Muskelmasse zu erreichen. Okay, das haben wir aber. Also, das heißt, muskulöser wird er nicht mehr. Er sieht aber ja jetzt auch schon aus wie so ein kleiner Schrank. Ja, von daher ist das vollkommen okay, wenn da nichts weiter mehr wächst. Aber auch er sollte ja einen Mann abkriegen, ne? Genau. Das weiß ich noch. Wir wollten ihn an einen Mann vergeben. Nicht an Yannick. Ist ein bisschen komisch, wenn man noch einen Yannick im Hause hat, ne? Aber er würde ja nichts mit seinem Neffen anfangen. Der Direktor ruft an, dran geht. Ach, er schläft ja noch. Der Geburtstag von William naht. Genau, die beiden haben ja bald wieder Geburtstag. Wie kriege ich das mit den Manieren nochmal hin? Tisch deckt, das Geschirr abwäscht oder Komplimente macht. Ach nö, wir lassen das alles so, wie es ist. Janik Rotwitzel, das ist schön. Hallo Janik, hi. Komm, geh ihn begrüßen. Die Kinder schlafen noch. So lange kann ich das noch machen. Warum macht ihn eigentlich keiner? Kennenlernen. Oh, ist sie nicht extrem plüschig geworden, meine kleine Miezekatze? Ich finde sie sehr süß. Hallo, wir sind der Muskelberg. Rina! Oh, Rabna. Ooh, Laxay. Oh. Okay, wir reden mal ein bisschen. Bolito. Oho. Lump Quark. Oh, ist gelangweilt, das ist schlecht. Ibada Wig. Ah, Yado? Bumbraza? Jetzt haben wir ihn glücklich gemacht. Ein paar Komplimenten bekommst du jeden glücklich. Kaba Dizi Inja. Oh. Zeig mal deine Muskeln. Davon hast du ja jetzt auch ein paar. Mehr als genug. Dann müsstest du ja ein bisschen mit angeben können, oder ne? Schub, Chief. Ah, fertig. Budaba. Chips. So, Chief. Jorpy Sweb. Das ist na, so name. Forny Fatoza Bab. Eno Planar. Da, also, ich möchte ihn jetzt nicht einfach so, ne? Shives. Yips, yips. Yeah, through ya. But here are Turinch. Flanobe. Wir versuchen es einfach mal. Was soll schon schief gehen? So. Ah. Chup, Kuzip, Rouge, Darpsa, Mwah, Sulzul, Emka Floof. Oh, offensichtlich mag er das. Rina, Suchimi Geza. Oh, er ist Single. Können wir noch mal ein bisschen flirten? Bo Beach. Nar Vadish. Oh, Narfa. Kelsta Lame. Oh, Wixon. Kudis. Oh, Snasha. Oh, the BJ Carzum. No. Das ist doch jetzt blöd. Oh, that is.
happener? Bumbraza? Huh? Yips. Fumu Benorf. Ponka, yips, yips. Bit of wicks. Me chow, them boys. We's in a row. Gosha. Panish Galuma. Okay, machen wir ihn mal ein bisschen an. Oh Gott, ich mache alles wieder falsch.